Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die wichtigste pflanzliche Naturfaser, die Baumwolle, wird normalerweise mit grossem Einsatz von Kunstdünger und Pestizid angebaut und geerntet. Auch während der Weiterverarbeitung wird Baumwollfaser mehrfach chemisch behandelt. Man kann sich darum gut vorstellen, dass das weder für die Haut noch für die Umwelt auf die Länge eine Wohltat kann sein. Klar, das geht auch auf dem Gebiet nach dem Grundsatz, wir wollen Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen, eine Lösung gesucht und auch gefunden hat. Sie heisst Naturallein, eine Textilkollektion, wo man sich drin wohlfühlt und wo auch die Natur davon profitiert. Die Baumwolle für die Naturallein, Unterwäsche und T-Shirt wird auf bestimmten Plantagen in Peru aus kontrolliertem Saatgut angebaut. Umweltgerecht, nach der Methode integrierte Produktion, mit möglichst wenig Pflanzenschutz und Düngemittel. Pflückt wird ausschließlich von Hand, was zusätzliche Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung schafft. Nach der formaldehydfreien Verarbeitung kommt das Garn dann auf dem Schiffsweg in die Schweiz, wo es zu der neuen Naturallein-Kollektion verarbeitet wird. In einem ersten Arbeitsgang werden auf diesen Strickmaschinen Schläuche hergestellt, das Ausgangsprodukt für die spätere Verarbeitung. Ein Teil von diesen Stoffballen wird anschliessend bleicht, natürlich chlorfrei und naturalleinkonform, mit Wasserstoffperoxid. Auf dem Kalander wird der Stoff mit Dampf geglättet, vorgeschrumpft und richtig in Form gebracht. Dann werden die Schnittmuster aufgezeichnet und die verschiedenen Formen von geschickten Händen ganz genau zugeschnitten. Auch das Nähen von den Slip, Bodies oder Liebli ist reine Handarbeit. Eine letzte Kontrolle und ab geht's in die Verpackung, die übrigens aus 100% Altpapier hergestellt wird. Und dass man sich in dieser nach ökologischen Gesichtspunkten angebaut, pflückt und fabrizierte Wäsche nicht nur pudelwohl fühlt, sondern auch modisch absolut auf der Höhe ist, das wollen wir Ihnen gerade auch noch beweisen. Naturallein, Tagwäsche und T-Shirt für Damen, Herren und Kinder sind ab sofort in allen grösseren Coop-Läden und Warenhäusern erhältlich. Mehrmals haben wir Ihnen hier im Coop-Studio den vollbiologischen Burger von Galactina vorgestellt. Jetzt gibt es einen neuen Galactinas Best Burger mit Bio-Emmentaler. An der Zubereitung hat sich nichts geändert. Scheiben für Scheiben abschneiden, goldgelb braten oder panieren und mit einer Beilage servieren. Und in wenigen Minuten ist mit dem neuen Galactina-Burger aus rein biologischem Anbau und mit Bio-Emmentaler ein feines und vollwertiges Menü für gross und klein parat. Der neue Galactinas Best Burger. Leicht, naturgemäss und praktisch und mit den Knospen garantiert biologisch. Und wenn Sie morgen bei Coop einkaufen, dann werden Sie wieder eine ganze Palette von Produkten antreffen, die wir Ihnen zu günstigen Aktionspreisen anbieten. Da eine Übersicht. Ein Kilo Bananen kostet bei Coop nur 2,20. 3 Päckchen USA Vitaminreis kommen Sie über für nur 3,80. Und diverse Müsli gibt 60 Rappen bis 1,30 Franken günstiger. Kellogg's Max kostet zum Beispiel nur 3,70. Außerdem kommen Sie 6 Kilo Persil über für ganze 15,20. Und verschiedene Bälle offerieren wir Ihnen schon ab 4 Franken. In dem Coop-Restaurant mit Selbstbedienung steht diese Woche Risotto ai Funghi mit einem gemischten Salat für nur 8,40 auf der Karte. Naturallein, Baumwolltextilien aus naturgerechtem Anbau sind heute bei uns im Mittelpunkt gestanden. In einer Woche sehen Sie dann unter anderem einen mehr genussbetonten Beitrag über die gefüllten Trätofrüsteigwaren von Coop. Bis dann, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.